Hi. Boah, was war denn das schon wieder? Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Hörbude. Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Black Randomizer Challenge. Die Performance hat gerade nicht so einen Bock auf die Aufnahme. Und ja, genauso wie Bianca. In der letzten Folge haben wir uns etwas weiter gekämpft und hatten einen neuen Encounter, den wir dieses Mal fangen konnten. Genau gesagt hatten wir zwei, aber Jungglut konnten wir nicht mitnehmen. Ist ja klar, Jungglut ist schwer zu fangen. Stattdessen haben wir jetzt ein etwas einfacher zu fangendes Pokémon im Team. Ikea, das Palkia. Ich komme immer noch nicht so ganz drauf klar, aber hey. Die katholische Kirche hat jetzt ein Pokémon von dem Kleinkind hier geklaut und wir sollen hinterherrennen. Und uns um die Kacke kümmern. Warum eigentlich? Ha, guck mal, Trainer. Wird Zeit für deinen ersten Auftritt, Ikea. Ich bin jetzt meine Pokémon sehen ganz gut aus, ne? Finde ich auch. Ist jetzt halt relativ niedrig gelevelt, der Junge. Oh Gott. Drei Pokémon, aber es ist nur ein Weberak zum Beginn. Und auch nur Level 9. Ikea ist auf 8, glaube ich. Ja. Also, wir haben hier jetzt Icy Wind, Sing und natürlich Heatwave. Komplett krass. Mit Unlichttyp. Ich habe gerade vergessen, welchen Typen Palkia selbst hatte. Ich glaube aber tatsächlich schon wieder Eis, was nicht gerade ein Einzelfall wäre. Ich habe offscreen auch Heil-Items gekauft. Viel war leider nicht drin. 4 Supertränke. Für mehr hat das Geld nicht gereicht. Ja. Ikea ist paralysiert. Ich will jetzt mal nur kurz gucken. Ja. Jetzt mal im Ernst. Was ist denn mit Eistypen? Dünger ist auch ein Eistyp. Kackviech ist normal Elektro, also der nicht. Das Ding ist jetzt schneller, wirklich. So, und Icy Wind beendet den ersten Gegner. Zwei Pokémon fehlen noch. Ach, das war sogar sehr effektiv. So. Ikea gönnt sich Erfahrung und das ist ziemlich sicher von Skelabra die Zwischenentwicklung. Oh, nee, das ist Skelabra selber. Aircutter. Ich habe das Gefühl, dass die Attackentypen... Also nicht jede Attacke hat einen kompletten Random-Typen, sondern die Typen wurden durchgemischt. Also alle Attacken, die vorher Wasser waren, haben jetzt denselben Typen zum Beispiel. Deswegen konnten wir bereits wissen, dass Aircutter, das früher Flug war, nur neutral ist, wenn bereits Wing Attack, was früher auch Team Flug war, wenn das eben auch schon neutral war. Das ist halt ganz wichtig zu wissen. Ich meine, es bringt einem eigentlich nicht unbedingt viel, muss man jetzt ehrlich, der Ehrlichkeit halber sagen. Ach, kacke, tankt der Junge noch einen Hit? No risk, no fun. Ja. Paralyse juckt nicht. Und damit ist auch das nächste Mon raus. Wow, hätte der Crit nicht schon beim ersten Mal kommen können. Sowas ist immer mies. Ikea gönnt sich Erfahrung. Und geht auf Level 9. Und auf Level 10. Und lernt eine Attacke, die ich wahrscheinlich eh nie nutzen werde. So.
Es ist Zeit zum Auswechseln. Dünger, du darfst wieder. Felinara, Alter. Ich kann Pokémon. Wir sind in der 5. Gen, da gibt's Felinara noch nicht einmal. Irgendwie habe ich das Gefühl, die Performance ist heute wieder ein bisschen schlechter. Ich kann mir das nicht erklären, ehrlich gesagt. Es ist alles genauso wie in der letzten Folge eingestellt. Aber halt Pech oder sowas. Oder es kommt mir nur so vor. Sehr schön. Was ich auch wirklich interessant finde, wo ich das aufnehme, ist der 12.11. Vorgestern Abend habe ich mir mal meinen Account angelegt für die Geschichte, die ich auf fanfiction.net in nächster Zeit schreiben will. Ah, und ich krieg ein Item geschenkt. Wow. Den Account habe ich mir jetzt erstellt, da man einen 24-Stunden-Cooldown hat. Konnte ich erst gestern Abend die Geschichte an sich erstellen. Ich habe eben die Geschichte und eine Autornotiz veröffentlicht. Falls mal wer gucken will, ich hoffe, ich pack's in die Beschreibung. Ansonsten, falls ihr überhaupt nicht wisst, wovon ich rede, das habe ich in den Credits der Walross Edition 3 schon angekündigt. Die Walross Edition selber wird jetzt erst einmal für längere Zeit nicht mehr kommen. Stattdessen schreibe ich eine englische Fanfiction auf der Internetseite fanfiction.net. Hier sieht es übrigens nach einem Encounter aus. Die sind ja reingegangen. Deine Pokémon sind krass, ne? Nee, da schreibe ich dann eben jetzt eine englische Fanfiction als nächstes. Solange wird die Walross-Edition nicht kommen. Auf YouTube werde ich davon natürlich dann halt auch nichts bringt, zum Beispiel wegen anderer Sprache, logischerweise. Und da habe ich jetzt eben das erste Kapitel erstellt, also die Autorennotiz erstellt, und nur kurz über die Charaktere, die wichtigsten, geredet. Auf Englisch drei Absätze oder so. Und ich muss sagen, das ist ein bisschen anders, als ich auf YouTube angefangen habe. Jetzt, heute, nach ungefähr 20 Stunden, wurde es 20 Mal angeguckt, drei Leute folgen der Geschichte und einer hat sie schon zu Favoriten hinzugefügt. Auch wenn ich nicht weiß, wie man eine Geschichte zu Favoriten hinzufügen kann, die noch nicht begonnen hat. Also was für einen Grund man hat. Ja, wir nehmen eure Pokémon. Oh, kacke, ich hab Ikea vorne stehen. Sheet. Die katholische Kirche fordert mich raus, Leute. Okay, Ikea ist nicht in Gefahr. Die sind ja sogar im Original besser. Bruder, das Level 12, Wumpel. Hardswap, was genau macht es nochmal? Das Tolle ist, ich weiß, dass es keinen Angriff macht. Und somit wäre der Punkt, dass ich endlich mal fucking Stat Boost hätte. Ja klar, sicher will ich, dass mein Palkia seine Werte tauscht. Ergibt Sinn. Was? Das Viech ist schneller? Leute, Raupi, das ist ein fucking Hornliu. Outspeeded freaking Palkia. Und natürlich muss jetzt die Kacke kicken. Ikea, nimm die Heilung, ich habe keinen Bock zu wechseln. Und beim nächsten Mal versuchen wir es nicht mit Icy Wind, sondern mit Heatwave. Earthquake macht nicht so viel Schaden offensichtlich, auf jeden Fall. Alter, wie letztes Mal 80.000 Fliegen. Na dann, Heatwave. Ice Burn, was ist das? Eine sackstarke Eisattacke. Ich könnte mir vorstellen, vielleicht
Frostvolt, Kyurems Spezialattacke. Und da ist das Horn Liu leider tot, bevor es seine Attacke nutzen kann. Wie sad. Ey, chill deine Basis. Das ist ein Pfarrer. Wie konnten wir verlieren, wenn wir die Gerechtigkeit auf unserer Seite haben? Nicht schlecht. Also gebt der... Ihr müsst es nicht zurückgeben. Noch mehr. Ihr seid ganz schön kacke. Ja, 2 gegen 2, Leute. Warum sind eigentlich die Pokémon-Räuber, warum verhalten die sich so, als wären sie im Recht? Günther. Schlagen wir sie zusammen. Katholische Kirche, die zweite, das P steht für Pfarrer. Und sie benutzen Joe und Esteban. Reshiram! Ja! Wir haben es hier mit ganz durchschnittlichen. Ach, stimmt. Nee, warte, was für stimmt? Ich hab doch eingestellt, dass der seine Pokémon nicht behält. Ist das jetzt random, dass der nochmal ein Raikou hat? Muss fast. Es muss fast random sein, dass der noch ein Raikou hat. Heatwave trifft beide, jawohl. Yo, der hat noch Raikou. Der gönnt sich. Das ist ein ganz normaler Early-Game-Fight in Pokémon Schwarz, wenn man gegen die katholische Kirche kämpft. Palkia und Raikou kämpfen gegen ein Reshiram und ein Waschakwil. Was denn sonst? Jawohl, Ikea ist ausgewichen und haut eine fette Heatwave raus. Wie viel macht das? Vor allem finde ich, die Story wird später sehr sinnvoll noch. Ich meine, ich sag das jetzt einfach so, in dem Projekt geht's eh nicht so sehr um Story. Ich glaube zumindest in Pokémon Black war das so, auch wenn ich Title Screen uns angucke. Später werden die, wird Team Plasma versuchen, an Reshiram zu kommen. Und das ist natürlich klasse. Sie müssen irgendwie an Reshiram kommen. Und ihr Rüpel hat eins. Warum spielen die eigentlich hier alle wie fucking Honweisel? Oh, diesmal trifft's. Nicht töten. Oh Gott. Jawohl, nicht auf mich. Komm, Icy Wind muss stärker sein. Nicht wirklich. Okay, auf einen war es nicht sehr effektiv, auf einen sehr effektiv. Also ich bin dafür, dass wir in diesem Kampf nicht diskutieren. Die Gegner sind wirklich, wirklich krass. Das ist das Tolle an der Randomizer. Wir hauen komplett auf die Scheiße und senden Kackviech rein. Jetzt ist ein wahrer Gott auf dem Kampffeld. Reshiram, Raikou, ihr könnt doch nichts. Komm, mach gut Damage. Mach Ehre. Mach Ehre, nicht Auge. Wirklich viel Ehre war das jetzt nicht. Oh Gott.
Das war nicht gerade schwach. Und dieser hässliche Speed Boost, Alter. Also. Unlicht und Gestein waren nicht sehr effektiv auf das Viech rechts. Das könnte sehr gut ein Kampftyp sein. Ehrlich gesagt habe ich das Gefühl, das ist gerade gefährlicher, deswegen gehe ich erstmal da drauf. Geht nicht auf Kackviech, also ist es mir relativ schnuppe. Der hat anscheinend eine Singlebeere oder Citrubeere drauf. Dass es immer wieder so komisch hochzoomt, nervt mich ein bisschen. Komm, Ice Punch muss doch böllern. Mindestens neutral und es muss reichen. Ja. Und Kackviech bekommt Erfahrung und Ikea auch. Ikea kriegt Level 11. Reicht das schon? Nee, oder? Hat das eine Fähigkeit, durch das es Werteboost kriegt, wenn ein Gegner stirbt? Nein! Willst du mich verarschen? Dieses Reshiram benutzt jetzt nicht auf Almape-Spielerholung! So, Solarbeam. Jetzt mal ehrlich gesagt, zweimal Fire Punch wäre schlauer als Solarbeam, aber... Ah nein, warte, ich laber Scheiße, fällt mir auf. Es kann gar nicht sein, dass die Typen einfach durchgemixt wurden. Sonst hätten nicht Solarstrahl und Ice Punch denselben Typen. Das ist irgendwie logisch, oder nicht? Also vergesst einfach, was ich vorhin gelabert habe. Das war Trash. So, der Solarbeam geht raus. Mit einer ganz komischen Animation und Geräuschen. Natürlich ist Feuer nicht sehr effektiv. Wenn der jetzt aufwacht und nochmal Rest nutzt. Obwohl, selbst wenn, wir sind schneller. Also ich zumindest. Ab beide, ansonsten würde jetzt das nicht kommen. Finish it! Weg mit Reshiram! Wir haben ganz normale katholische Kirchekämpfe hinter uns. Das war auch nicht sehr effektiv, Alter. Ich glaube, Reshiram war ein Stone-Type. Kackviech braucht garantiert kein Level. Ich müsste hier ja noch einen Encounter bekommen können. Ich würde tatsächlich sagen, dass wir jetzt kurz das Pokémon zurückbringen und dann hole ich mir hier noch den Encounter, dann reicht's für heute. Wir hatten die letzte Folge schon sagen. Damit wir Pokémon von närrischen Menschen befreien können, müssen wir sie nehmen. Ja. Schön. Pokémon-Trainer lassen ihre Pokémon leiden. Was meinst du damit? Ich versteh's nicht. Wir geben dir das Pokémon zurück. Aber bedenke, wie sehr dieses Pokémon darunter leidet, von Menschen genutzt zu werden. Irgendwann wirst du deine Augen öffnen. Ja. Pokémon sind cool und ja. Okay, ich bring das Pokémon zurück. Ja, mach das. Ich will einen Encounter. Lasst uns beten. Ich werde wieder nicht hingucken. Also hier gibt's Pokémon, denke ich mal, oder? Oh.
Dragon Tail, not bad. Hier gibt's doch... Jawohl, ich guck nicht hin und errate am Ruf, was es ist. Nix Tolles auf jeden Fall, keine Ahnung. Quapsel? Warum kann... Obwohl andererseits... Ich weiß nicht, wie schnell sich das Ding entwickelt. Das ist ja der Punkt. Bei der Entwicklung würde es ja zu einem komplett anderen Pokémon werden. Ich google nebenbei gerade mal, während ich überlege, was ich machen kann, um es vielleicht nicht instant zu töten. Ja, das tötet nicht. Kann zwar sein, dass jetzt Ikea drauf geht, aber... Ach, Kacke. Obwohl das Ding outspeedet. Ich kann deswegen nicht ohne Heilung. Warte, sehe ich gerade richtig? Boah, warum kann Pokewiki das nicht laden? Also andersrum. Pokewiki funktioniert aus irgendeinem Grund nicht. Yo, mach halt noch mehr Damage. Ich will jetzt wissen, auf welchem Level sich das Viech entwickelt. Aber mein Handy hat keinen Bock, Pokewiki zu laden. Das ballert halt schon heftig und es geht dann. So, warte, jetzt habe ich eine Seite gefunden. Ja, Werte, alle scheiße. 21. Auf 21 würde es sich entwickeln. Das wäre nicht so weit weg, vor allem mit dem Glücksei. Fakt ist aber, ich muss es erstmal bekommen. Ich gehe auf Kackviech, der steckt's besser weg. Komm. Das Ding ist nicht so krass, dass es irgendwie einen Grund gäbe, warum es ewig nicht im Ball bleibt. So, nebenbei jetzt mal ganz professionell WhatsApp. Gut. Pokéball, komm, du kriegst einen Great Ball. Du bist verwirrt und kriegst einen Great Ball ab. Und du bist nur ein freaking Knuffenser. Eins, zwei, drei und drinnen. Jawohl. Wir haben's. Jetzt ist das Ziel, das Kackviech zu entwickeln. Ein Elektrotyp. Ja, wir haben hier natürlich... Marihuana. Wenn das falsch geschrieben ist, wäre es jetzt leicht lost, aber YOLO. Nur mal aus Interesse. Was hätte es denn eigentlich sonst noch so gegeben? Und nach diesem Encounter war es das für die heutige Folge. Wirklich? Wirklich? Okay.
Hätte ich nicht das bekommen können? Stellt euch vor! Stellt euch vor, wir hätten Arktos bekommen! Naja, wir sehen uns beim... Och, komm! Andererseits, okay, wir wollten uns ja wohl nicht zu früh beschweren. Es kann sich, wie gesagt, noch entwickeln. Ah, ich glaube irgendwie, dass Ikea jetzt wegstirbt und ich habe keine Ahnung, wie lange es bis zur nächsten Stadt ist, aber YOLO. Doch nicht. Ich war mir sicher, dass ich nicht flüchten kann. Egal, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.